Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Kobalt. Der Film gehört zur Reihe Elemente. Als Vorkenntnisse solltest du die Naturwissenschaften bis zum 8. Schuljahr beherrschen. Ich möchte dir in diesem Video eine Übersicht über die Eigenschaften und die Verwendung des chemischen Elementes Kobalt geben. Der Film besteht aus 7 Abschnitten. Erstens von Gnomen und Kobolden. Zweitens Kobalt im Periodensystem der Elemente. Drittens ein seltenes Metall. Viertens Eigenschaften. Fünftens Kobalt in Farbstoffen. Sechstens Kobalt in der Technik. Siebtens Kobalt in der belebten Natur. Erstens von Gnomen und Kobolden. Die Hauer im Mittelalter waren häufig abergläubisch. In Mitteleuropa wurde viel Silber abgebaut. Dabei fand man ein Silbererz, was keines war. Man konnte kein Silber erschmelzen und außerdem wurden bei der Verhüttung giftige Gase frei. Die Schuldigen waren bald gefunden. Gnome und Kobolde sollten dafür verantwortlich sein. Der wahrhaft Schuldige wurde im Jahre 1735 gefunden. Der schwedische Chemiker Georg Brandt fand ein unbekanntes. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.